kommt jetzt ein längerer Abschnitt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte von drei Männern, drei Brüdern, die einen Garten von ihrem Vater geerbt haben. Und diese Geschichte, sie soll in Quraysh darstellen, wie schnell die Gnaden, mit denen Allah Ta'ala sie als Quraysh überhäuft hat, wie schnell er diese Gnaden auch wieder wegnehmen kann. Und deswegen sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala zu Beginn dieser Sura als Überantwortung: Inna balawnahum, das ist jetzt der Vers Nummer 17. Inna, wir versuchen heute die Sura abzuschließen, ich gebe mir Mühe, inshallah. Es war ein längerer Abschnitt, aber wir versuchen es trotzdem, inshallah. Inna balawnahum, kama balawna ashab al-jannati, id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Wir haben sie geprüft. Also wen? Die Quraysh. Wie wir die Besitzer des Gartens prüften, als sie schworen, sie würden ihn bei Tagesanbruch abpflücken. Wala yastathnun. Und nichts Ausnahme. Und nichts Ausnahme. Das heißt, mit anderen Worten gesagt haben, ja, wir werden den Garten pflücken. Und was werden wir nicht tun? Wir werden den Bedürftigen davon nichts tun. Wir werden alles für uns behalten. Was ist das für eine Geschichte? Und zwar erwähnen die Mufassirun, die Koran-Exegeten, dass es sich hierbei um eine Geschichte handelte, die in Sana'a, im heutigen Jemen, stattgefunden haben soll. Sana'a, im heutigen Jemen, in Sana'a, der Hauptstadt des Jemens. Und zwar noch vor der Zeit des Islam. Es war wahrscheinlich schon die Zeit des Christentums gewesen. Aber man ist sich nicht sicher, ob sie Juden waren oder ob sie Christen waren. Es waren auf jeden Fall gläubige Menschen gewesen. Und in dieser Geschichte geht es um drei Brüder, die einen schönen Garten mit viel ertragreicher Ernte geerbt haben von ihrem Vater. Ihr Vater war jemand gewesen, der immer einen großen Teil seiner Ernte den Bedürftigen gegeben hat. Viel gespendet hat. Weshalb Allah subhanahu wa ta'ala seinen Garten gesegnet hat. Die Brüder, als sie dann dieses Erbe angetreten haben, sie haben aber gesagt, wir haben viele Kinder, wir haben viele Verpflichtungen, wir können nicht genauso handeln, wie unser Vater gehandelt hat. Deswegen können wir den Bedürftigen nichts abgeben. Sie waren also undankbar für die Gnade, die Allah Ta'ala ihnen gegeben hat. Und dementsprechend, als die Zeit der Ernte kam, haben sie geschworen und haben den Entschluss gefasst, alles für sich zu behalten und den Bedürftigen nicht zu geben. Wahrscheinlich waren die Bedürftigen und die Armen in dieser Stadt, oder in diesem Viertel gewohnt gewesen, dass dann die Zeit der Ernte kommt, dass sie eine Ernte haben. Und sie haben gesagt, nein, wir ernten alles vorher und sagen dann den Leuten, es ist nicht möglich. Ich kann euch leider nichts abgeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala erzählt jetzt diese Geschichte. Um den Quraysh vor Augen zu halten, diese Gnaden, die Allah Ta'ala euch gegeben hat, für die müsst ihr Dankbarkeit zeigen. Und wenn ihr keine Dankbarkeit zeigt, dann könnte euch genau das passieren, was auch den Leuten des Gartens passiert ist. Was ist ihnen nämlich passiert? Allah Ta'ala erzählt es in der Geschichte. Allah Ta'ala, er hat ihnen diesen Garten. Er hat ihnen diese Gnade genommen. Und wir wollen uns einfach mal, inshallah, diese Geschichte anhand dieser Ayat kurz anschauen und versuchen, die wichtigsten Lehren daraus zu ziehen. Zunächst erst einmal schauen wir uns die Ayat an. Die ersten beiden Ayat haben wir bereits vorgetragen gehabt. Und dann nimmt Allah subhanahu wa ta'ala schon gleich vorweg, was das Ergebnis ihrer Undankbarkeit gewesen ist. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Da ging darin Verheerendes von deinem Herrn umher, während sie schlief. Es muss irgendein Feuer ausgebrannt sein oder ein Sturm kam auf und hat alles vernichtet, die gesamte Ernte vernichtet. Und alles war weg. Sie wussten davon auch nicht Bescheid. Und sie waren entschlossen gewesen, alles zu ernten und somit dann alles für sich zu behalten.
Und Allah Ta'ala, er beschreibt jetzt diesen Garten, فَأَصْبَحَتْ كَفْصَلِينَ. Und er war dann am Morgen wie abgefüllt. Nichts ist übrig geblieben. فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ. Da riefen sie bei Tagesanbruch einander zu. أَنِرْضُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَالِمِينَ. Geht in der Morgenfrühe zu eurer Pflanzung, wenn ihr pflücken wollt. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Da zogen sie los und flüsterten dabei einander zu. أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ. In ihn soll heute ja kein Armer zu euch hineingelangen. وَغَدَوْا عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ. Und sie gingen hin in der Morgenfrühe zum Verwehren bereit. Ah, bleiben wir erstmal hierbei. Schau, das ist ein sehr, sehr interessantes hier. Und zwar, haben sie denn schon geerntet oder haben sie noch nicht geerntet? Auch diese Geschichte. Sie haben noch nicht geerntet. Gut. Wenn sie noch nicht geerntet haben, wie kann es dann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Strafe vorwegnimmt, obwohl sie noch überhaupt nicht geerntet haben? Kann es sein, dass Allah ta'ala einen Menschen allein für seine Absicht bestraft? Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Und ja, es ist möglich. Und zwar, es kommt immer darauf an, wie ausgeprägt und wie stark diese Absicht ist. Wenn es sich bei dieser Absicht schon um eine Entschlossenheit handelt, genauso wie es hier auch aufgezeigt wird in diesen Ayat. Sie waren entschlossen gewesen. Keiner von den Bedürftigen darf den Garten betreten. Keiner darf etwas abbekommen. Dann ist das so, als hätten sie es schon getan. Und deswegen gibt es einen Hadith unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Das heißt, wenn zwei Muslime aufeinander gehen mit ihren Waffen, ihren Schwertern, was passiert dann? Sowohl derjenige, der getötet hat, als auch derjenige, der getötet wurde, sind mit einem Feuer. Die Sahaba haben das nicht verstanden. Und fragten den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulallah, هذا المقتول فما بال هذا القاتل فما بال المقتول. Okay, wir verstehen das, wenn es um den Mörder geht. Und was kann jetzt der Ermordete oder der Getötete dafür? Wie antwortet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Was sagt er? Weiß ich nicht. إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى. Das ist ganz wichtig, dieser Wortlaut. Haris, was heißt Haris? Also er wollte unbedingt. Weil Hirs, so, ich will eine Sache unbedingt machen. Er wollte unbedingt seinen Bruder töten. Nur der andere ist ihm zuvorgekommen. Das ist der Unterschied zu Haris. Ja? Zwischen jemandem, der nicht die Absicht hat, wie zum Beispiel in der Geschichte von Rabin und Rabin, Rabin hat nicht die Absicht, seinen Bruder zu töten. Deswegen, Allah Ta'ala wird ihn dafür natürlich nicht belangen. Ja? Hier ist einer, der die Absicht hat und er tötet auch. Aber hier ist es ganz klar, beide versuchen sich zu Unrecht zu bekämpfen. Und der eine schafft es, den anderen zu besiegen. Woraufhin dann ja, beide auch für ihre Absicht und ihre Entschlossenheit belangt werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt Abstufungen bei den Absichten. Es gibt eine Absicht, für die du nicht belangt wirst. Und zwar, wenn es nur ein Gedanke ist, der aufkommt. Allah Ta'ala, er hat eine Ayah herabgesandt, in Surah Al-Baqarah. Lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Allah Ta'ala gehört alles, was in den Himmel ist, was auf der Erde ist. Wa in tubidu ma fi anfusikum, au tukfuhu, yuhasibakum bihi da. Und unabhängig davon, ob ihr es zeigt, was in euch ist, oder es geheim haltet, Allah Ta'ala erwirbt euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Vergibt, wen er möchte, und er bestraft, wen er möchte. Sie haben diese Ehe gehört haben. Was war da? Oh, sie haben eins bekommen. Ging zum Propheten, so war es vorbei, war raus. Keine Chance. Weil wer von uns hat nicht irgendjemand schlechte Absicht und schlechten Gedanken? Woraufhin dann der Prophet sie ermahnt und sagt, wollt ihr so sein, wie die Leute, die vor euch waren? Dass zu ihnen gesagt wird, ja, sozusagen, gehorcht und was machen sie? Ja, sagen, سمعنا وعصينا.
Ja, wir gehorchen und wir sind ungehorsam. Aber subhanallah, ta'ala, er hat daraufhin die letzten Ayat von Surah Al-Baqarah gesagt. La yukallifu Allahu nafsan illa subhanallah. Allah ta'ala, er bürdet eine Seele nicht mehr auf, als sie tragen. Das sind Gedanken. Aber wenn Gedanken zu einem entschlossenen Handeln werden, auch wenn ich nicht handle, dann wird mich Allah subhanahu wa ta'ala dafür zur Rechenschaft ziehen. Und deswegen, Argwohn ist eine Sünde. Warum? Obwohl es nur Gedanken sind, subhanallah. Aber es ist eine Sünde. Deswegen sagt Allah ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu jitanibu kathira min al-dhun. Inna ba'da fa'nas. Oh, die ihr glaubt, unterlasst viel von dem Denken, also von Gedanken über andere Menschen. Weil ein Teil davon ist eine Sünde, nicht alles. Aber das, was zu einer Entschlossenheit wird, das wird zu einer Sünde. Und es gibt viele, viele Beispiele. Wir können jetzt die ganze Zeit nur darüber sprechen, aber die Zeit fällt davon. Wir wollen heute die Sura abschließen. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verlieren in einem Gedanken. Ja? Wichtig ist einfach eine ganz wichtige, also dass wir diese Lehre verstehen. Ja? Sie hatten noch gar nicht diese Sünde begangen, aber sie hatten die Absicht zu begehen. Deswegen hat Allah ta'ala sie auch schon dafür bestraft. Im Vorfeld. Ja, und deswegen, als sie dann beim Garten ankommen, passiert Folgendes. فَلَمَّ رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ. Als sie ihn aber sahen, also in den Garten, sagten sie, wir haben uns für wahr geirrt. Also entweder ist damit gemeint, also wir haben den Weg, wir haben es verlaufen. Oder wir haben falsch gehandelt. Wir hatten eine falsche Absicht gehabt. قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Nein, vielmehr entbehren wir alles. Also uns wurde alles genommen. Und jetzt sagt einer von ihnen, قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ. Der mittlere von ihnen sagte, oder der gerechteste von ihnen sagte. Wasat kann in der arabischen Sprache bedeuten Mitte, aber kann auch was bedeuten? Gerecht. Deswegen Allah ta'ala sagt was. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Und somit haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Gerechtigkeit gemacht. Mit Mitte ist was gemeint auch? Gerechtigkeit. قَالَ أَوْسَطُهُمْ. Also der mittlere von ihnen sagt, oder derjenige, der wirklich also noch einen gewissen Gerechtigkeitssinn hat, der sich aber nicht durchsetzen konnte. Alam aqul lakum law la tusabbihun. Habe ich euch nicht gesagt, würdet ihr doch Allah preisen? Na, trotzdem lernen wir nochmal, ja, was ganz, ganz wichtig ist. Er sagt ihnen, hättet ihr doch Allah gepreist, also mit anderen Worten, wärt ihr dankbar gewesen und hättet ihr das gemacht, was Allah von euch verlangt hat. Hättet ihr diese Tradition eures Vaters fortgeführt? Hättet ihr diese Tradition eures Vaters fortgeführt, dann wäre das nicht geschehen. Und was lernen wir hieraus? Und zwar, dass wenn ich sehe, dass andere etwas falsch machen, dann muss ich sie versuchen, davon abzubringen. Und ich darf nicht einfach mitmachen. Warum? Weil wenn sie dann diesen Fehler machen, dann sind alle betroffen. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat uns ein schönes Beispiel gegeben. Ein Gleichnis. Und zwar, er sagt, das Gleiche ist derjenigen, welche sich an die Grenze Allahs halten. Und das Gleiche ist derjenigen, die sich nicht an die Grenze Allahs halten, ist wie ein Schiff. Auf dem Oberdeck ist eine Gruppe und auf dem Unterdeck ist eine Gruppe. Diejenigen im Unterdeck, was machen sie? Sie fangen an, in den Boden des Schiffes ein Loch zu machen. Nur ein Loch zu bohren. Wenn jetzt diejenigen, die oben sind, diejenigen, die unten sind, davon abhalten, was passiert dann? Sind sie alle gerettet. Wenn aber diejenigen, die oben sind, diejenigen, die unten sind, nicht davon abhalten, was passiert dann? Dann sind sie alle unter. Wir sitzen alle in einem Boot, wie man so schön sagt auf Deutsch. Ja? Wir sitzen alle in einem Boot. Und deswegen ist dieser Amr bil Ma'ruf, dieser Nahi an den Munkar so wichtig. Das Gebieten des Guten und das Verwehren des Schlechten ist so wichtig, dass ich versuche, die Menschen, wenn ich sehe, dass etwas eindeutig falsch ist, davon abzubringen. Weil am Ende sind wir alle davon betroffen. Als Gesamtgesellschaft, als Familie, als Freundeskreis. Ich kann nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Nein, wir tragen alle eine Verantwortung. Und hier hat er es leider nicht geschafft, sich durchzusetzen. Und dementsprechend musste er mit ihnen auch gemeinsam dann die Konsequenzen tragen. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Sie sagten, Preis sei unserem Herrn, wir waren gewiss ungerecht. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Da wandten sie sich einander zu, sich gegenseitig tadelnd. Aber was ist das vorüber? Jeder gibt den anderen die Schuld. Du hast mich dazu gebracht. Und nicht so. Genauso wird es auch am jüngsten Tag sein, wenn du ihn geschissen bist. Man wird sich versuchen, gegenseitig die Schuld zu geben. Kennt ihr das, wenn irgendetwas Schlechtes passiert? Zu eurem Kumpel seid ihr zusammen und dann passiert irgendetwas Schlechtes. Am Ende versucht jeder, dem anderen die Schuld zu geben, oder?
ja, du hast doch diese Idee gehabt, nein, du, das ist in der Dunja. Das ist in der Dunja. Stell dir mal vor, in der Dunja kann man die Sachen auch wieder gut machen. In der Dunja kann man die Sachen wieder gut machen. Aber in der Achim, dann wird diese Person, mit der du eine Sünde begangen hast, mit der du etwas Schlechtes gemacht hast, die vorher dein Freund in dieser Dunja gewesen war, sie wird plötzlich zu deinem Feind. Deswegen Allah Ta'ala, was sagt er? Al-Akhila'u yawma izin ba'aduhum iba'adi adum izin. Die engen Freunde werden am jüngsten Tag, an jenem Tag, einander Feind sein. Außer die Gottesfürchtigen. Subhanallah. Und das ist ganz wichtig, das müssen wir immer wieder verstehen. Und ich möchte, dass das wirklich auch gerade die Jugendlichen verstehen. Und zwar, häufig ist es gerade auch bei Brüdern so, ja, so junge Shabab, die dann mit ihrer Gruppe zusammen sind und dann irgendetwas tun, etwas Schlechtes machen, kriminell werden, Leute abziehen, etc. Wenn dann einer vor Gericht steht, die anderen kennen ihn nicht mehr, also ich bin sicher. Jeder sagt dann nur noch Nefsi, Nefsi. Nur noch Nefsi, Nefsi, Hauptsache ich kann mich in irgendeiner Weise. Weil wenn es dann wirklich darauf ankommt, dann geht er nur noch an seine eigene Zukunft. Dann denkst du nicht mehr an deinen Freund und die schönen Tage mit ihm und versuchst dann irgendwie nachher sich zu entschuldigen, aber das ist vorbei. Nefsi, Nefsi. Und genau das auch in dieser Geschichte. Sie haben einander getan, aber es bringt nichts. Qalu ya waylana, dann haben sie es zur Erkenntnis gelangt. Die haben alle einen Fehler gemacht. Qalu ya waylana, inna kunna tagin. Sie sagten, oh wir uns, wir pflegten ja das Maß an Frevel zu überschreiten. Und jetzt haben sie Einsicht gewonnen und sie haben bereut. Und die Mufassirun sagen auch, dass sie bereut haben, woraufhin Allah Ta'ala sagt, asa rabbuna, und sie zitiert, ein yubadilana khayran minha, inna ila rabbina raghibun. Vielleicht wird unser Herr uns zum Tausch dafür einen besseren Garten als ihn geben. Gewiss nach Allah steht unser Bekehren. Diese Geschichte ist unglaublich schön. Warum? Weil sie nämlich auf der einen Seite warnt, aber auf der anderen Seite den Geräusch auch Hoffnung gibt. Wir dürfen eines nicht vergessen, das ist in der Anfangsphase, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angefangen hat, daraus noch was. Wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erst angefangen hat, daraus noch. Also es geht worum? Es geht darum, ihm Hoffnung zu machen. Ja, ihr macht einen Fehler. Schaut, es kann Konsequenzen geben, die ihr undankbar seid. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr bereut, dann wenn ihr einen Fehler vorher gemacht haben solltet, könnt ihr das wieder gut machen. Und dann erwähnt Allah Ta'ala etwas ganz Wichtiges und sagt, كَذَلِكْ لَعَذَابِ. So ist die Strafe. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich größer, wenn sie passt. Das ist die Strafe in der Dunja. Die Strafe in der Dunja, okay, sie ist schlimm, aber sie ist vergänglich. Das Schlimmste ist die Strafe in der Akhira, weil sie ist ewig. Möge Allah Ta'ala uns davon bewahren. Eine wichtige Lehre, welche wir, meine lieben Geschwister, aus dieser Geschichte ziehen können, ist, dass wenn man möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala für einen die Gnaden, die er ihm gegeben hat, bewahrt, sodass sie dauerhaft bei einem Menschen bleiben, dann muss man was tun? Dankbarkeit zeigen. Es gibt eine schöne Weisheit von einem Gelehrten, der auch ein Buch geschrieben hat über Weisheiten. Na'ata'illah al-Iskandari hat ein Buch, das heißt Hikam al-Ata'iyya. Und er sagt darin, Man lam yashkuri ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man shakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Sehr schönes Zitat. Wer nicht Dankbarkeit zeigt für die Gnaden, der setzt sie der Vergänglichkeit aus. Also, dass sie nie genommen werden. Wenn du undankbar bist, dann läufst du Gefahr, dass dir die Gnade, die Allah dir gegeben hat, nimmt. وَمَنْ شَكَرَهَا فَقَدْ قَيَّدَهَا بِعِقَالِهَا. Wer aber Dankbarkeit zeigt für diese Gnade, der hat sie angebunden mit einer Fessel. Hat sie angebunden mit einer Fessel. Also dadurch, dass du Dankbarkeit zeigst für eine Gnade, die Allah gegeben hat, sorgst du dafür, dass diese Gnade bei dir bleibt. Und dass sie an dich gebunden wird. Aber sobald du Undankbarkeit zeigst, dann
läufst du Gefahr, dass du sie verlierst. Hört euch mal diesen Hadith an. Dieser Hadith ist so unglaublich schön und so wichtig, dass man ihn sich immer wieder vor Augen hält. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Inna lillahi aqwama ikhtassahum bin ni'ami li manafi'il ibad. Merkt euch diesen Hadith, der ist so unglaublich wichtig. Den braucht ihr für euer Leben. Allah Ta'ala, er hat Menschen auserwählt mit bestimmten Gnaden, mit denen sie den anderen Menschen, den Geschöpfen nutzen sollen. Also, Allah Ta'ala, er wählt bestimmte Menschen aus und gibt ihnen etwas wie zum Beispiel Geld, Vermögen, irgendwas anderes. Damit sie damit anderen Menschen nutzen können, also spenden, Gutes tun. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا. Er lässt diese Gnaden bei ihnen, solange sie diese Gnaden nutzen. فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ. Und sobald sie diese Gnaden zurückhalten, diese sozusagen, also die guten Taten zurückhalten und sich für sich behalten und geizen damit, nimmt er sie von ihnen und gibt sie einfach. Subhanallah. Das heißt, umso mehr ich Gutes tue, desto mehr sorge ich dafür, dass Allah Ta'ala mir das Gute gibt und es bei mir lässt. Und umso weniger ich Gutes tue, desto mehr schade ich mir selbst. Eigentlich kennen wir das alle. Die Theorie kennen wir alle. Nur, wer setzt es auch wirklich um? Das ist die Frage, ja. Genau, das ist eine Parallele. Ja. Genau. Also es ist eine Parallele auch zu der Geschichte in Zurückkehr mit dem Mann und dem Zeuger. Wegen Hochmut. Ja, natürlich, hier ist es ein anderer Kontext. Ja? Und dort ist es ein anderer Kontext. Aber am Ende geht es um dasselbe. Es geht darum, dass man Dankbarkeit zeigen soll für die Gnaden, die Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat. Tamam. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu den nächsten Ayat. Nachdem Allah ta'ala jetzt diesen Vergleich gemacht hat und zu versuchen, dem Geräusch die Augen zu öffnen, spricht jetzt Allah ta'ala über diejenigen, welche gottesfürchtig sind, um nochmal auch diesen Weg schmackhaft zu machen. Und sagt, das ist ein neuer Abschnitt. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Gewiss, für die Gottesfürchtigen wird es bei ihren Herren die Gärten der Wonne geben. Und jetzt, nach dieser einen Ayah, geht Allah subhanahu wa ta'ala darauf ein, wie die Einstellung der Mekkaner ist. Ihnen aufzeigt, ihr könnt doch nicht glauben, dass ihr genauso behandelt werdet, wie diejenigen, die gottesfürchtig sind. Ihr seid undankbar und wollt genau die gleiche Stellung haben bei Allah, wie derjenige, der gottesfürchtig ist. Das funktioniert nicht. Deswegen sagt Allah Ta'ala: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ. Sollen wir etwa die Gottergebenen den Übeltätern gleichstellen? Die Quraysh, sie haben zu den Muslimen gesagt, wenn es ein Paradies geben sollte, dann wird uns Allah Ta'ala im Paradies die gleiche Stufe geben wie in dieser Dunya. Und Allah Ta'ala hat darauf nicht geantwortet. Und viele Menschen denken so. Das ist ein Trugschluss. Immer wieder, auch bei Muslimen, hast du manchmal dieses Gefühl, dass sie so denken. Sie denken, dass, wenn es dir in der Dunya gut geht, es dir automatisch ein Achillea geben muss. Und wenn es dir in der Dunya schlecht geht, ist automatisch eine Strafe von Allah. Das ist aber nicht so. Weil beides ist eine Prüfung. Sowohl die Gnaden sind eine Prüfung, ob du dankbar bist, als auch die Schicksalsschläge und die Armut und dass Allah etwas von dir nimmt, um dich zu prüfen, ob du geduldig bist. Ich habe mich einen Bruder angerufen. Ich sage jetzt nicht den Kontext, aber also, genau, aber dass es auch anonym bleibt. Ja? Aber er meinte, ja, ich bin jemand, der betet, der fastet und alles tut.
Allah hat mir bisher alles so leicht gemacht, aber subhanallah, irgendwie habe ich jetzt eine Prüfung gehabt und diese Prüfung habe ich jetzt schon zweimal nicht bestanden. Kann es sein, dass ich vielleicht etwas gemacht habe, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala mich diese Prüfung nicht bestehen lässt? Weil ich bete doch, ich faste doch, wie kann das denn sein, dass Allah mich diese Prüfung nicht bestehen lässt? Was hat eine Prüfung in der Schule oder an der Uni natürlich schon mit deiner Beziehung zu Allah zu tun? Natürlich kannst du Dua machen etc. Aber am Ende macht es keinen Unterschied, ob ich ein Muslim bin oder ein Nicht-Muslim bin, ob ich eine Prüfung bestehe oder nicht. Es hat einem mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Sondern das, was mir der Islam beibringt, ist, dass wenn mir etwas Schlechtes zustößt, wenn mir etwas genommen wird, dass ich fast sein muss, dass ich geduldig sein muss, Sabr haben muss. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kam an einem Friedhof, am Bergier vorbei, da saß eine Frau an einem Grab und weinte die ganze Zeit. Und sie war so mit sich selbst beschäftigt gewesen, dass sie den Propheten nicht gesehen hat, sallallahu alaihi wa sallam. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihr, hab Geduld. Und sie sagte dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, inna galantusab bin musibati. Ja, du weißt nicht, was mir widerfahren ist. Ja, ich habe ein großes Unglück erlebt. Und dann wurde ihr gesagt, das war der Prophet gewesen, sallallahu alaihi wa sallam. Dann gingen sie zum Propheten zu Hause und wollten sich entschuldigen. Und dann hatte der Prophet zu Hause beigebracht, was Geduld bedeutet. Und sagte, inna masabru anda musibati. Geduld ist im ersten Moment des Unglücks. Nicht irgendwann später. Das ist die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das kann jedem geschehen. Und gleichzeitig, wenn ich Geld habe und Vermögen bekomme oder etwas Gutes bekomme von Allah ta'ala, muss ich was zeigen, muss ich Dankbarkeit zeigen. Das ist die Prüfung. Und das haben die Quraysh nicht verstanden. Sie dachten, weil Allah uns in der Dunya gegeben hat, hat er uns auserwählt und dementsprechend müssen wir auch in der Rede was Gutes bekommen. Nein, es ist einfach nur eine Prüfung. Nicht mehr und nicht weniger. Du kannst diese Prüfung bestehen, du kannst dich verbessern prüfen. Und deswegen, Allah Ta'ala, er sagt zu ihnen, ja, sollen wir etwa die Gott ergeben, den Übertätern gleichstellen? Was ist mit euch? Wie urteilt ihr? Habt ihr keinen Verstand? Oder habt ihr eine Schrift, in der ihr lernt und sucht, also wo das drinsteht und diese Behauptung bestätigt wird? Ihr sollt darin wahrlich das haben, was ihr euch auswählt. Oder habt ihr von uns verbindliche Eide, also Schwüre, die bis zum jüngsten Tag der Auferstehung reichen? Ihr bekommt wahrlich das, was ihr urteilt. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmi al-qiyamati inna lakum lana tahkumun. Also Allah Ta'ala, er stellt ihnen mehrere Fragen. Habt ihr eine Offenbarung bekommen, wo das drinsteht? Dass ihr auserwählt habt und dementsprechend automatisch auch im Akhirah dann diese Stellung bekommt? Oder ja, haben wir euch in irgendeiner Weise Eide gegeben und Versprechen gegeben, dass das so sein wird? Fragt sie, wer von ihnen dafür Bürger ist. Wer kann euch das garantieren? Es gibt manche Leute, die haben und denken wirklich so, das Paradies haben sie schon gepachtet für sich. Du bist schon, ja, ich bin im Paradies, egal was ist. Du bist auf die gleiche Schulter. Ich bin ein Muslim, dann muss ich ins Paradies kommen. Der Prophet zu Hause hat gesagt, ja, irgendwann mal werde ich das Paradies reden, werde ich es auch betreten. So einfach ist das nicht. Du hast nie eine Garantie. Wer sagt dir, dass Allah dein Iman akzeptiert? Wer sagt dir das? Wer garantiert dir, dass dein Iman richtig ist? Wer garantiert dir das? Und deswegen sagt Allah Ta'ala, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ Reinigt euch das selbst. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Er ist wirklich gottesfürchtig, wenn nicht gottesfürchtig ist. Ich habe keine Garantie. Und deswegen, subhanallah, die besten Menschen haben am meisten Ehrfurcht und am meisten Angst. Die größten Sahabe, Abu Bakr, sagten über sich selbst, wäre ich doch nur ein Baum, der von dessen Früchten dann die Vögel fressen, damit ich mich zur Rechenschaft gezogen werde. Omar ibn Khattab, er sagte, wäre ich doch nur ein, oder ich weiß nicht, Abu Bakr oder Omar sagten, wäre ich doch nur ein Haar auf der Brust eines Menschen. Wenn das Abu Bakr und Omar sein, was ist denn mit uns? Was ist denn mit uns? Ja, diese Einstellung sollte ein Mitmensch haben. Selbstkritisch sein. Aber diejenigen, die keinen Iman haben, sie gehen immer davon aus, sie sind im Paradies. Und deswegen, wenn du auch häufig mit nicht praktizierenden Muslimen sprichst, ja, du hast mal so das Gefühl, ja, ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Wer bescheinigt dir, dass du ein guter Mensch bist? Hast du, mashallah, eine Garantie von Allah Ta'ala bekommen, dass du ein guter Mensch bist? Wer beurteilt das? Du selbst? Ja, glaub mir. Hitler glaubte auch, er war ein guter Mensch gewesen. Seid ihr sicher? Putin glaubt auch, er ist ein guter Mensch. Bashar al-Assad glaubt auch, er ist ein guter Mensch. Er denkt, das, was er macht, ist richtig. Ein Abdel Fattah Sisi denkt auch, er ist ein guter Mensch.
Ja, doch, denkt er. Glaub mir, denkt er. Ja? Denkt sogar, er ist auserwählt von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Diese Menschen denken, sie seien gute Menschen. Gut, dass das Urteil nicht bei ihnen liegt. Alhamdulillah. Hätten wir ein Problem. Allah urteilt, ob du gut bist oder nicht. Und deswegen, du hast keine Garantie. Und das ist das Problem der Quraysh und viele andere Menschen. Sie denken, ah, khalas, in der Dunya geht es mir gut, also muss mir auch im Akhirah gut gehen. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكِ زَعِيمٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Oder haben sie etwa Teilhaber? So sollen sie doch ihre Teilhaber beibringen, wenn sie wahrhaftig sind. Also sollen sie sozusagen herbeiführen, wenn sie wahrhaftig sind, dass sie das bestätigen können. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala das widerlegt hat, was sie behaupten, dass sie auch am jüngsten Tag eine hohe Stellung haben werden, weil Allah Ta'ala ihnen in der Dunya gegeben hat, zeigt Allah Ta'ala auf, wie es diesen Menschen am jüngsten Tag ergeben hat. Und zwar mit einem plötzlichen Übergang, wo er über Yawm al-Qiyamah spricht. Und die Ahwal Yawm al-Qiyamah, das heißt, die Schwierigkeiten und die Ängste, die die Menschen am jüngsten Tag haben werden. Und Allah Ta'ala sagt, يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Am Tag, der manch ein Schenkel entblößt. Das ist wirklich was. Ich werde gleich darauf eingehen. Und sie aufgerufen werden, sich anbetend niederzuwerfen, aber da werden sie nicht können. Was heißt das? يوم يكشف عن ساق. Man kann das Wort wörtlich übersetzen, wie es hier getan wurde. Da manch ein Schenkel entblößt wird. Es gibt einige Hadithe, die auch authentisch sind, wie bei Bukhari und Muslim, von Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقٌ وَاحْدًا. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier, unser Herr wird seinen Schenkel entblößen. يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ. Und jeder, der Mu'min ist, auch Mann oder Frau, wird sich niederwerfen. Und jeder, der in der Dunya sich nur niedergeworfen hat, aus Augendienerei oder Ohrendienerei, also nur damit die Leute sehen und hören, aber mal, der ist ein praktizierender Muslim, wird versuchen, sich niederzuwerfen, aber sein Rücken wird steif bleiben, sodass er sich nicht niederwerfen kann. Wie ein Brett. Wie gehen wir jetzt mit dieser Ayah, mit diesem Hadith? Es gibt jetzt die Herangehensweise, dass gesagt wird, Allah Ta'ala, er wird am nächsten Tag seinen Schenkel frei machen. Im übertragenen Sinne. Das heißt, wir können uns da jetzt keinen Schenkel vorstellen, wie ein Schenkel von einem Menschen, sondern wir schreiben Allah diese Eigenschaft zu, ohne sie näher definieren zu können. Weil Allah Ta'ala nicht im Koran sagt, لَيْسَ كَنِفْلِهِ شَيْكَانَ ist dein Zeichen. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und überlassen das Wissen darüber Allah Subhanahu wa Ta'ala. Das ist eine Herangehensweise. Die andere Herangehensweise ist die, dass man sagt, nein, hierbei handelt es sich um eine Metapher. Und in der arabischen Sprache wird gesagt, ja, dass dieses Keshafa Ansafi, auch Keshafa al-Harbu Ansafi oder andere sozusagen Redewendungen, dass damit gemeint ist, dass es sich an diesem Tag um einen gewaltigen Tag handelt. Und dann die Leute sich niederwerfen werden. In einer Überlieferung heißt es, dass plötzlich ein Licht aufkommen wird. Und dann, wenn die Gläubigen dieses Licht sehen, sich sofort niederwerfen. Während die Heuchler und diejenigen, die sich in der Dunya nicht niedergeworfen haben, sich nicht niederwerfen können. So wie es Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt hat. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Aber sie werden es nicht können, sich niederzuwerfen. Warum? خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً. Während ihre Blicke demütig sind und Erniedrigung sie bedeckt. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Dabei waren sie doch bereits aufgefordert worden, sich anbetend niederzuwerfen, als sie noch heim waren. Diese Eier macht ein Wunder.
Natürlich hat diese Eier einen bestimmten Kontext. Es geht um Fleisch, kein Fall. Aber Allah Ta'ala, er sagt hier, am jüngsten Tag werden sich die Gläubigen niederwerfen. Vor Allah Ta'ala. Sie werden ein Zeichen bekommen. Wie man das jetzt auch immer interpretiert. Sie werden ein Zeichen von ihrem Herrn bekommen. Und sobald sie dieses Zeichen sehen, werden sie sich niederwerfen. Und sie werden sich niederwerfen können. Und dann aber wird es Menschen geben, die sich niederwerfen wollen, aber nicht können. Sie versuchen es, aber sie werden davon abgehalten. Und der Grund ist, sie haben in der Dunja die Möglichkeit, sich niederzuwerfen. Und deswegen dürfen sie es jetzt nicht in Afrika. Stell dir mal vor, du willst dich niederwerfen vor Allah, aber er lässt dich nicht. Er hält dich davon. Und es wird dir dann gesagt, du hattest die Möglichkeit in der Dunya. Und du hast sie nicht genutzt. Und deswegen wird dir jetzt die Möglichkeit verwehrt. Noch einmal das Gebet, meine lieben Geschwister. Wallahi, Amududdin, die Säule des Islam. Halt immer daran fest. Egal, was ist in eurem Leben. Haltet am Sujud fest. Haltet am Gebet fest. Damit wir am nächsten Tag nicht das erleben müssen. Subhanallah. Oh, ich bin ja Muslim. Also werfe ich mich mal nieder. Und ich bleibe steif wie ein Blatt. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Was muss das für ein schrecklicher Moment sein? Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über diese unglaubliche Situation spricht, fordert er vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sich von diesen Menschen, die ihn abhalten, versuchen, von der Dawa abzuhalten, dann auch abzuwenden. Wer war nochmal derjenige, der am Anfang des Sura gemeint ist? Ja, nicht du, weißt du, ich weiß. Ich habe gerne mal aufgepasst, wer war es gewesen? Al-Walid ibn Mughir. Fadharni, wa man yukadhibu bihada al-Hadith. Lasse mich allein mit denjenigen, die diese Aussage für die Lüge erklären, wie Al-Walid ibn Mughir und Abu Jahl und andere. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Wir werden sie stufenweise dem Verderben näherbringen, von wo sie nicht wissen. Ist literarisch. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu machen, damit wir inshallah heute fertig werden. Was ist literarisch? Ist literarisch kommt von Daraja. Und Daraja ist eine Stufe. Ist eine Stufe. Und ist literarisch bedeutet, jemanden stufenweise zu etwas zu bringen. Was ist damit ganz konkret gemeint? Damit ist gemeint, dass Allah Ta'ala manchen Menschen gibt und gibt und gibt, um sie Schritt für Schritt weit davon hinwegzuführen. Und sie denken, ah, Allah liebt mich, obwohl Allah Ta'ala sie überhaupt nicht liebt, um sie dann plötzlich in einem Moment zu bringen. Deswegen sagt Allah Ta'ala direkt danach, wo umliebehum in der Kainimati. Und gewähre ihnen Aufschub, aber gewiss, meine Liste ist fest. Inna Allaha la yumli al-zalim, hatta idha akhadahu min muflit. Allah gewährt dem ungerechten Aufschub. Aber wenn er ihn dann nimmt, dann lässt er ihn nicht gehen. Subhanallah. Das muss ich aufpassen. Sehr, sehr aufpassen. Dass ich nicht glaube, nur weil materiell alles in meinem Leben gut läuft, bedeutet das automatisch, dass Allah mit mir zufrieden ist. Nein. Wenn das Materielle mich von Allah wegführt, dann muss ich aufpassen. Weil dann kann es nämlich sein, dass es nicht um eine Prüfung handelt. Und wenn ich dann immer weitermache und es wird immer mehr und ich distanziere mich immer weiter von Allah, dann kann es sein, dass es sich um Istidraj handelt. Aufpassen. Schau immer, ja, wie ist meine Beziehung zu Allah? Wenn sie gut ist und ich bekomme Gnade, Alhamdulillah, dann weiß ich, es ist eine Gnade von Allah. Und ich versuche noch mehr Allah zu tun. Aber wenn meine Beziehung schlechter wird, obwohl ich mehr bekomme, dann weiß ich, es könnte gefährlich werden. Es kann sein, dass Allah Ta'ala mich damit prüft und ich somit immer weiter von Allah Ta'ala wegkomme. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُفْقَلُونَ Oder verlangst du von ihnen einen Lohn, sodass sie mit Schulden belastet wäre. Allah Ta'ala erschreckt es mehrere Fragen, warum sie nicht bereit sind, die Dawa zu akzeptieren. Hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jemals von irgendeinem Menschen Geld verlangt? Oder irgendwelche Gebühren verlangt? Oder Teilnahmegebühren? Oder für seinen Club?
Nein. Muss der irgendwie ein Abo abschließen, um den Propheten zu befolgen? Nein. Ganz im Gegenteil. Und im Umkehrschluss lernen wir etwas ganz, ganz Wichtiges daraus. Und zwar ein Derier sollte immer jemand sein, der unabhängig ist. Der versucht nicht von den Menschen etwas zu nehmen, sondern immer zu geben. Weil sobald du anfängst, von den Menschen zu nehmen, machst du dich abhängig von den Menschen. Und die Menschen werden dir das irgendwann einmal vorhalten. Und deswegen ein Derier sollte versuchen, immer unabhängig zu sein. So gut er kann. Amtes Eluhum Ajaran, Fahum min Nahumamin. Oder verlangst du von ihnen etwa einen Lohn, sodass sie mit Schulden belastet werden? Oder besitzen sie das Wissen über das Verborgene, sodass sie es aufschreiben können? Alles Fragen, ja? Warum sie die Botschaft ablehnen und warum sie glauben, dass Allah sie auserwählt hat. Und jetzt kommt noch einmal eine klare Aufforderung an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und somit auch an jeden der ihr, an jeden, der zu Allah eingeht. فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn und sei nicht wie der Gefährte des großen Fisches, als er vor der Kranze umlaufen. Wer ist denn صاحب الحوت? Wer ist denn der Besitzer des großen Fisches? Wer ist denn damit gemeint? Bitte. Jonas a.s. Richtig. Jonas a.s. Was ist? Warum soll der Prophet sonst nicht wie Jonas mit dem Mekka-Sal, weil Jonas a.s. hatte keinen Geduld mit seinem Volk. Und bevor Allah Ta'ala ihm erlaubt hat, sich von seinem Volk abzuwenden, hat er sich abgewandt und wurde dann vom Walfisch verschluckt. Und dann sagt Allah Ta'ala, لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُّبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. Wenn ihn nicht eine Gunst von seinem Herrn rechtzeitig erreicht hätte, wäre er wahrlich auf das kahle Land geworfen worden und hätte sich dabei Vorwürfe zugezogen. Mit anderen Worten, ja, Allah Ta'ala, er hat ihn vergeben. Ja? Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat ihn gerettet. Und er ist dann nicht mehr getadelt, weil er nämlich bereut hat und auch die Lehre daraus gezogen hat. Und dementsprechend, oh Mohammed, sei nicht so wie Jonas eigentlich gesagt, in diesem Fehler gemacht. Sondern bleib standhaft. Und bleibe so lange bei deinem Volk, wie es Allah subhanahu wa ta'ala tut. Und deswegen, meine lieben Geschwister, ein Da'iya braucht Geduld. Ein Da'iya braucht Geduld. Immer wieder sollen wir uns an was erinnern? An die Geduld. Und sich gegenseitig zur Wahrheit erinnern und sich gegenseitig zur Geduld erinnern. Wallahi, es ist nicht leicht, diesen Weg zu machen. Es ist nicht leicht, immer etwas für die Gemeinschaft zu tun. In der Moschee aktiv zu sein, in der Community aktiv zu sein, etwas für die Muslime, für die Gesellschaft zu machen. Es ist nicht leicht. Warum ist es nicht leicht? Weil du es immer mit unterschiedlichen Menschen zu tun hast, immer mit Herausforderungen. Es gibt immer Leute, die dich kritisieren werden. Immer Leute, die vielleicht auch hart zu sein werden. Und du sagst hier, oh, subhanallah, ich mache so viele Opfer um meine Zeit und dann kriege ich nur Kritik, lass mich alle in Ruhe. Schöpfer kommt. Sag dir, wozu das alles? Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wallahi, derjenige, der standhaft bleibt in der Da'wah, ist derjenige, den Allah auserwählt hat. Auserwählt hat. Allah hat dich auserwählt. Schmeiß es nicht einfach so weg. Sondern sei dankbar dafür, indem du daran festhältst, an diesem Weg. Und du glaubst gar nicht, was dir Allah schon in dieser Dunya alles zurückgeben wird. Nur alleine dafür, dass du bereit bist, etwas für uns zu machen. Du profitierst am meisten davon. Und deswegen sollten wir standhaft bleiben, geduldig sein, bis zum Lebensende versuchen, an dieser Dauer festzuhalten. Und nicht nur für eine Stunde. So wie es Allah Ta'ala von unseren Propheten hier verlangt hat. Wir sind gleich fertig im Schauf, die letzten drei Ayat. فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Da erwählte ihn sein Herr und machte ihn zu einem der Rechtschaffenen, Jonas alaihi salam. Und jetzt die letzten beiden Ayat, wo noch einmal dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt wird, in was für einem Zustand er sich befindet. وَإِنْ يَكَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُسْلِقُونَكَ بِأَبَصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Diejenigen, die ungläubig sind, würden dich, wenn sie die Ermahnung hören, mit ihren Blicken wahrlich beinahe in Straucheln bringen und sie sagen, er ist ja für wahr besessen. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Doch es ist nur eine Ermahnung für die Welt. Und was ist damit gemeint? Und zwar, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte es nicht leicht gehabt. Die Leute haben ihn so böse angeschaut, dass man das Gefühl hatte,
Sie würden ihn am liebsten mit ihren Blicken töten. Manche sprechen hier von Hassad und von einem und solchen Sachen. Das ist alles wichtig. Aber am Ende, allein dieser böse Blick von einer Person, der dich böse anschaut, in der Moschee, du kommst in der Moschee, du machst etwas Gutes, und dann kommt irgendjemand, ist nicht zufrieden und schaut dich böse an. Wie fühlst du dich in diesem? Der ganze Tag ist kaputt. Raus! Sinn! Deine ganze Motivation ist plötzlich weg. Und stellt euch mal vor, wie sich unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gefühlt haben muss. Die Quraysh, die ihn angegriffen haben, die ihn beschimpft haben, die ihn beleidigt haben, die ihn beinahe mit ihren Blicken getötet haben. Und das, obwohl er nur gekommen ist, um sie an die Botschaft Allahs zu erinnern. Und huwa illa dhikrun lil alamin, doch es ist nur eine Ermahnung für die Welt. Also Allah ta'ala, er will unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam Mut machen. Mach weiter, gib nicht auf. Egal was ist. Wir stehen an deiner Seite. Sei nicht so, wie du es alle war, der zu schnell aufgegeben hat, sondern bleib standhaft, auch wenn es schwierig ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Weg gehen lassen. Möge Allah ta'ala uns festigen, so wie er unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam diesen Weg gefestigt hat. Amin Rabbil Alamin. Das ist so. Alhamdulillah. Wir haben es heute wirklich abgeschlossen. Subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر بارك الله فيكم